Hallo alle zusammen, heute geht es um die 10 besten Dinge, die man in Chiang Mai unternehmen kann und die man hier in der Hauptstadt des Nordens auch auf jeden Fall gesehen haben muss. Also viel Spaß bei dem heutigen Video. Nummer 1 ist das Carp Café. Das ist ein einzigartiges und entspannendes Erlebnis für alle Besucher, insbesondere für Fischliebhaber. Hier findet man Kaffee, kalte Getränke und natürlich auch etwas zu essen. Wobei das Hauptaugenmerk hierbei natürlich auf Fisch liegt. Trotz allem ist das hier eine wirklich entspannte Atmosphäre und man kann natürlich den Fischen schön beim Schwimmen zugucken, weil sie auch sehr nah an den Tischen sind. Das Carp Café ist auf jeden Fall ein Ort, den man hier in Chiang Mai erlebt haben muss. Auch die Preise hier sind recht moderat, so dass ein schöner Aufenthalt hier garantiert ist. Unsere Nummer 2 sind die Chiang Dao Cave. Eine sehr große Höhle, die es hier etwas außerhalb von Chiang Mai gibt und die auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Die Chiang Dao Cave ist wirklich ein beeindruckendes Erlebnis. Man kann hier auf eigene Faust die Höhle erkunden oder sich auch einen Guide mieten. Da die Höhle auch sehr groß ist, ist das eine Höhlenwanderung der besonderen Art. Neben einigen Vögeln, die hier auch heimisch sind in dieser Höhle, gibt es hier natürlich auch eine Vielzahl von Fledermäusen, die überall an den Wänden und an der Decke herunterhängen. Da die Höhle natürlich mehrere hunderttausend Jahre alt ist, gibt es hier natürlich auch allerhand zu sehen, zum Beispiel die vielen seltsam geformten Steine. Unsere Nummer 3 sind die Elefantenreservate, die auch hier rund um Chiang Mai vertreten sind. Man kann hier jedenfalls mit den Elefanten spielen, sie füttern oder auch mit diesen Elefanten zusammen baden gehen in einem Fluss. Das ist auf jeden Fall ein riesiges Erlebnis für Jung und Alt. Wer länger in so einem Reservat bleiben möchte, der kann das natürlich tun. Hier gibt es auch Hotelzimmer und einen Elefanten-Weg-Service früh am Morgen. Die Nummer 4 in Chiang Mai ist das Ladyboy Cabaret. Eine sehr aufwendig gemachte Show mit viel Musik, viel Licht und natürlich einzigartigen Kostümen, wie man hier auch auf diesen Bildern gerade sehen kann. Die Darsteller hier geben sich alle Mühe, beziehen auch das Publikum mit ein und sind für die anderthalb Stunden, so lang wie die Show ist, sehr engagiert. Für Getränke und Snacks ist natürlich während der Aufführung immer gesorgt. Wer ein weiteres besonderes Erlebnis haben möchte hier in der Stadt Chiang Mai, der muss sich auf jeden Fall dieses Kabarett hier anschauen. Nummer 5 sind natürlich die Berge von Chiang Mai. Chiang Mai ist ja von den Bergen umgeben und auch hier gibt es natürlich viel und reichlich zu sehen. Einmal die schöne Natur und zum Zweiten natürlich die sogenannten Homestays, die man hier gerade im Bild sieht. Das sind eigentlich so mehr oder weniger Zelte. Und man kann diese mieten und dann eine wunderschöne Woche in diesen Zelten verbringen und die Natur genießen. Der Vorteil hier in den Bergen ist natürlich auch, dass es hier nicht ganz so warm ist wie in anderen Orten von Thailand. Von hier aus kann man eine Menge Unternehmungen starten, wie zum Beispiel auch zu dem ein oder anderen Tempel reisen, die sich auch hier oben in den Bergen befinden. Das ist natürlich hier auch ein absolutes Muss für Wanderfreunde. Die Nummer 6 hier in Chiang Mai ist natürlich der große Night Bazaar. Sich den Night Bazaar hier anzusehen, das ist natürlich eine Pflicht. Denn hier kann man allerlei nützliche Dinge und natürlich auch viele unnütze Dinge kaufen. Der Night Bazaar findet täglich von 17 bis 24 Uhr statt. Und man kann sich darauf verlassen, dass hier auf jeden Fall sehr viele Leute unterwegs sind. Natürlich ist hier auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es gibt massenweise von Streetfood und Restaurants. Also hier muss niemand Angst haben, dass er verhungert. Und was hier natürlich auch üblich ist, ist nämlich das Verhandeln, also das Feilschen um den richtigen Preis. Nummer 7 ist hier das Thai-Boxen. Wer gerne mal Thai-Boxen in live sehen möchte, der ist hier genau richtig. Es gibt zwei Boxstadien hier in Chiang Mai. Die Eintrittspreise hierfür bewegen sich so zwischen 20 und 25 Euro, aber dafür kriegt man auch einiges geboten. Und diese Kämpfe gehen hier zwischen 4 und 5 Stunden.
Es sind ja auch mehrere Alters- und Gewichtsklassen vertreten. Das fängt also bei den kleinsten an. Die sind so zwischen 10 und 15 Jahre alt und geht dann natürlich weiter bis zu den Erwachsenen, die aber auch nur bis maximal 65 Kilo wiegen. Man sollte sich hierfür die Karten frühzeitig besorgen, denn meistens ist alles ausverkauft. Nummer 8 ist das Loy Krathong Festival hier in Chiang Mai. Auch eins der größten Festival, die es hier in der Stadt gibt. Dabei werden so gebundene kleine Kränze in den Fluss gelassen, die dann den Fluss hinuntertreiben. Auf diesen Kränzen gibt es Kerzen, die natürlich vorher noch angezündet werden. Das ist hiermit eins der größten Events, die hier in der Stadt jedes Jahr stattfinden. Und man hat das Gefühl, dass hier jeder daran teilnimmt, weil die Stadt ist so voll, dass es kaum ein Durchkommen gibt. Natürlich werden hier nicht nur die Kerzen auf den Kränzen angezündet, sondern es gibt hier natürlich auch jede Menge zu essen. Das heißt also Street Food, es gibt Musik, es sind Livebands hier, es gibt jede Menge Veranstaltungen und natürlich auch einen Umzug. Dieses Fest geht über 4 Tage und es ist auf jeden Fall richtig was los hier in der Stadt. Der Höhepunkt dieses Festes ist das große Papierlaternen mit einer Kerze drin angezündet werden, die dann alle in den Himmel steigen. Das ist natürlich auch ein sehr schöner Anblick, weil es sich um tausende von diesen Laternen handelt, die dann in der Dunkelheit in den Himmel aufsteigen. Nummer 9 auf unserer Liste ist das Air Diamond Café. Hierbei handelt es sich um ein altes Flugzeug, um einen Airbus A330, der innen drin zu einem Café ausgebaut wurde. Und genau wie auf dem richtigen Flughafen muss man vorher im Terminal Karten kaufen. In diesen Karten oder diesem Eintrittspreis ist schon ein Getränk mit inbegriffen. Und dann kann man in das Flugzeug hineingehen, sich dort dann das Getränk abholen und sich dann gemütlich hier hinzusetzen und eben das Flugzeugfeeling zu haben. Natürlich gibt es hier auch Sitznummern. Diese Sitznummern sind auch auf den Tickets, den man sich dann suchen muss, und dann kann man hier seinen Kaffee genießen. Unsere Nummer 10 sind die Hot Springs von Chiang Mai. Auch die Hot Springs gibt es mehrere hier in der Gegend von Chiang Mai. Und hier kommt zwischen 100 und 105 Grad heißes Wasser direkt aus der Erde, was man hier bestaunen kann. Das ist auch ein Erlebnis für sich. Man sieht hier ganz deutlich, wie viel Druck da auf dem Wasser drauf ist, mit welcher Geschwindigkeit das hier aus der Erde herauskommt. Teilweise sprudelt das Wasser hier 10 bis 15 Meter hoch in den Himmel, direkt aus der Erde. Ringsherum um diese heißen Quellen gibt es natürlich auch einen Park, der sehr schön angelegt ist und der auf jeden Fall hier auch ein Besuch wert ist. Da das Wasser ja kochend ist, was hier direkt aus der Erde kommt, kann man hier auch bequem Eier drinne kochen, die man hier vor Ort natürlich kaufen kann. Das ist natürlich ein ganz besonderes Erlebnis für die gesamte Familie. Das war es für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.